herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Minecraft City 2 Projekt mit Mavia. Hi. Seftech Ages Modpack immer noch gleich und ohne Mephisto. Ja, der so wie ich sie kenne, pennt der wahrscheinlich. Eieiei, bei dieser Hitze. Der verträgt die Hitze nicht und pennt jetzt vor Erschöpfung. So, wir sitzen im Bötchen. Nicht im gleichen, aber doch irgendwo. Das wäre ein bisschen eng. Und wir müssen ein bisschen wegfahren, weil wir wollen den, wie heißt dieser Baum? Den Portalbaum von Between Lands. Genau, den wollen wir uns machen. Und dazu hat Mavia gemeint, wir müssen Druiden hauen. Ja. Weil die haben ein magisches Amulett und mit dem magischen Amulett kann man den heiligen Zeppling. Das sind schon wieder Dings da. Ja, ja. Oh, ins Boot können die nicht, oder? Kann man ja sogar drauf holen. Ja, dass es euch nicht ganz so langweilig wird, werde ich hier eine kurze Timelapse reinhauen, bis wir an unserem Zielort angekommen sind. Du fährst aber zickzack, was machst denn du? Aus der Lagune raus. Eieiei. Und dann hören wir uns später wieder. Bis dahin. Kurze Reise übers Meer. Ich dachte, es dauert länger. Aber Mavia hat eben den Plan. Ja, nennt sich auch Atlas. Frage ist jetzt, wann hier der Druide spawnt. Dark Druid, Alter. Ah, da ist was. Da ist einer. Ja. Hey, doch. Ah, doch, da. Da. Eieiei. Ein Talisman Peace. Es sieht aus wie Diamant, ist aber kein Diamant. Ne, das sind die Runen. Kann man die abbauen? Achtung, hinter dir. Ja. Ja, wo denn? Hab ihn. Eieiei. Und wie viel brauchen wir von, also wie viel müssen wir von denen hier so? Swamp-Talisman brauchen wir vier Stück, also von den Stücken brauchen wir vier Stück. Und dann können wir sie, glaube ich, hier im... Zeig mal her, aussieht, wie es aussieht, im Altar zusammenfügen. Dinge aussehen. Ah, hier. So. Swamp Talisman Peace. Wenn du eins hast, das hier noch nicht drin ist, machst du gerade in den Altar. Ja. Ah, okay. Aha. Brauch hier... So, vier verschiedene. Ja. Und dann kommt da so ein Dinger raus. Ja, den haben wir schon. Ach so, den haben wir schon. Ja, das war der Knochen, den wir. Ach, und dann kann man auch mehrere Bäume machen. Ey, das ist ein Talisman, das ist scheinbar wie ein Zepter. Da kann man so viele Bäume machen, wie man will, gehe ich davon aus. Ah, okay. Was ist denn das da? Warte mal, das ist ein komisches Blumenteil. Natura. Und du? Wie heißt du? Ja. Parrot Flower. Höhö, hab ich dich. Hat man, glaube ich, auch schon das Teil. Ja. Ach, Menno. Dim, di, dim, di, dim, dim, dim. Ja komm, put. Komm raus da. Zeig durch, da ist er. Und.
hat sich gerade verändert. Jetzt habe ich das Richtige reingelegt. Das verändert sich. Nur die Unterlage, also das, was angezeigt wird. Aber ja, das Teil an sich, haben wir immer noch nicht. Nee. Also das heißt auch nur, dass die Reihenfolge im Dings egal ist, weil dass sich das verändert. Hä? Ah, Arsch, der hat sich teleportiert. Das macht er immer. Jetzt? Nope. Oh. Wir haben doch keine Zeit. Du vielleicht nicht. Wenn deine Aufnahme mal so kurz hält. Ist mal was. Ja, vielleicht. Nee, guck mal, Aufnahme kurz. Seit ich mit euch aufnehme, ist hier immer Minimum 30 Minuten. Ja, richtig so. So muss das doch sein. Beim Erscheinen ist er teleportiert. Komm her. Hin? Hey. Och, Manny, ich darf gar nichts machen. Hast du jetzt endlich? Ja, ich hab's. Das ist das vierte. Es geschehen Sachen. Hä? Ah. Oh, Musik. Mystische Musik. Na, das wäre ja auch hier ein... Will haben. Gib mir das. Ja, perfektes. Da ist er. Wenn ich hier jetzt einen hinsetze? Nee, machen wir nicht. Wir fahren wieder nach Hause, oder? Ja. Oder müssen wir hier noch was machen? Ja. Wir haben das Zepter, beziehungsweise den, ja, das Zepter und fahren jetzt wieder nach Hause. Gut. Ihr habt in der letzten Aufnahme nichts gesehen. Aber Media hat nämlich schon einen Bereich für den Marktplatz vorbereitet. Na, komm her, Bötchen. Wo wir den das Bäumchen hinpflanzen wollen. Der ist auch nicht zu groß geraten. Vielleicht. Weiß man nicht. Aber es sieht noch ein bisschen unschön aus, muss ich dir schon sagen. Ja, ist ja noch im Bau. Hättest du schöner machen können. Ja, ist ja noch im Bau. Ist egal, mach schöner nächstes Mal. Bring ja mehr Marble. Ja, wir haben doch noch, dachte ich. Dachte, unten in der Kiste wäre noch welches drin gelegen. Ja, hast du gesehen, wie viel ich schon verbraucht habe? Ja, das bisschen, komm. Ja. Boah, mehr. Ja, siehst du mal. Und ich verbrauche Clay. Das darfst du aber immer noch nicht fertig. Nee, aber ich habe welche im Vorrat. Ich habe 5 Stacks Clay Stairs. Also diese Red Terracotta Stairs. Nur noch hingesetzt werden. Genau. Dann regnet es eigentlich nicht mehr rein. Ja, und dann können wir uns auch mal um die Inneneinrichtung kümmern. Jo, mein eigenes Zimmer. Bei mir leckt's. Was soll denn das? Bei mir nicht. 3 FPS, 5 FPS. Halt falsch, hier lang. Wo bist denn du hin? Ah, ich muss hier nochmal um die Ecke rum. Glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Geht ein bisschen schneller mit den Booten als mit den Rafts. Ah ja, da habe ich dich wieder ins Wasser hoppen gesehen. Ah ne, schlafen. Ja. Ist das Clay? Ah, ich habe kein Werkzeug. Verdammt. Aha. Dachte, da wäre Clay. Im Meer ist überall Clay. Ja, aber da muss man so viel tauchen. Ja. Das ist ein bisschen unpraktisch. Da stirbt man so schnell. Warum gelaufen? So, ich hoffe mal, ich habe die richtige Peilung. Nicht so wie als wir damals bei den Dark Oak Darklands waren. Wir sind nach Nordosten gegangen, dann müssen wir jetzt nach Südwesten. Ja, da fahre ich ja hin. Du bist ein bisschen zu weit links. Ja, guck, das meinte ich. Bin ich ein bisschen zu weit, zu weit wenn links? Wenn du Land findest, beziehungsweise eine Insel, rechts rumfahren.
Und dann weiter schräg links runter. War ich jetzt zu weit links oder zu weit rechts? Zu weit links. Ich bin nach rechts abgebogen. Warte mal, du musst doch da irgendwo sein. Schau vor dir. An den großen Bäumen, meinst du, die Insel? Ah ja, hier. Nee, da waren wir vorhin. Passt. Schon wieder die Peilung. Das bezweifle ich jetzt erstmal stark, aber... Doch, doch. Wir werden ja sehen, ob du nach Hause findest. I'm sure, I'm sure. Are you, are you? An die Insel kann ich mich eigentlich dran erinnern. Das ist so ein Türkisgrün. Hoffe ich mal. Könnte allerdings auch sein, dass ich von hinten an unsere warte mal. Wir spickeln mal. Ja, hier. Kopper. Wenn da das Kopper ist, habe ich keine Ahnung, wo ich hin muss. Verdammte Axt. Kannst du keine Karten lesen oder was? Ähnlich. Und da sind wir schon wieder Piranha. Haben die jetzt ernsthaft mein Boot kaputt gemacht? Aufs Money? Ah, nee. Das war nur abgebaut. Ich kann eigentlich schon Karten lesen, aber hier nicht. Ich finde die Karte einfach nicht realistisch, nicht gut. Weiß schon, dass man da auch rein und rauszoomen kann, ne? Ja, das hat ja letztes Mal schon so gut geklappt. Ich gehe mal auf den Berg, vielleicht sehe ich da was. Solange du weißt, wo du bist, du kannst ja auf dich fokussieren. Und wo du hin willst, kannst du markieren. Sollte es eigentlich kein Problem sein, auch den Weg zurückzufinden. Ich habe die Markierung gefunden, die ich gesetzt habe. Ich glaube, ich komme von hinten an unser Dorf ran. Oder auch nicht. Es gibt's doch nicht. Fange ich schon so an wie McQuisto. Unerklärlich, wie man eine Karte nicht lesen kann. Na, in Google Maps gucke ich immer nur drauf und dann finde ich das da, wo ich hin will. Aha. Das hat aber nicht so glaubwürdig geklungen. Aha. Müssten wir mal deine Freundin fragen, was die zu deiner Kartenfähigkeit sagt. Meine Orientierung im Real Life ist perfekt. Aha. Du bist auch so einer von den Typen. Nein, Schatz, wir müssen nicht nachfragen. Ich hab die Karte gelesen. Wir haben uns nicht verfahren. Wir sind hier richtig. Das war die richtige Abkürzung. So, warte mal. Das fährt man hier so. So, warte. Ich gehe nochmal in den Atlas. Dann zoome ich raus. Dann habe ich ganz schon viele. Zu Hause, ne? Nur so. Dann habe ich viele Kreuzchen, aber ganz ehrlich, guck mal auf die Karte. Wo sieht man denn da? Da ist keine Grünfläche. Es ist halt quasi schwarz-weiß, aber. Ja, und das ist mein Problem. Also hier ist auch schon klar, dass du unterschiedliche Markierungen machen kannst und die auch benennen kannst, ne? Also mein Zuhause ist ein Bett als Markierung. Das hier könnte sein. Ja, hier, da müssen wir hin, glaube ich. Dann müssen wir nochmal ins Bötchen springen. Okay. In welche Richtung? Aua. Sehr unterhaltsam, gell? Schmerzhaft. So, warte. Ich bin bald da. Ja, ja. Also, ich muss es mir ja nicht anschauen. Wenn es nicht abschmiert. Ich bin ja bereits zu Hause. Mir macht das nichts. In der Kiste unten liegen die Dachziegel. Tja, ach, falls du nicht mehr zu Hause kommst, soll ich jetzt das Dach für dich fertig machen, oder wie? Ja, Aufgabenteilung nennt sich das. Ah, ja. Oh, toll.
Fehlt ein Block, oder? Komme ich da durch? Ja, ich bin durch. Oh, hier ist aber ein schöner Wald. Ich fahre im Kreis, ich glaube, ich bin. Soll man für dich noch einen Leuchtturm bauen, oder? Ah, das wäre sehr geschickt. Mhm. Muss ich nur die Chunks hochstellen. So, alle 20 Chunks ein Leuchtturm. Da ist was. Ich bin bei einem Dorf. Das dürfte das Dorf bei uns sein, ja. Musst du einfach nur den Fluss runterfahren, dann kommst du zu uns. Ich weiß nicht, welches Dorf das war. Ja, verzieht euch doch. Nein. Nein, 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 nein. Hallo. Hallihallo. Piranhas, Alter, aber wirklich. Hier, stirb. Ah, ich glaube, das ist wirklich das Dorf. Da hatte ich, ja genau, da hatte ich ja unten was reingebaut. Ich komme. Oh. So in einer halben Stunde. Du hast einfach nur keine Ahnung, was du in der Folge machen sollst, was du damit, was womit du sie füllen willst, und hast jetzt einfach dich absichtlich ein paar Mal verfahren. Nee, habe ich nicht. Nee, hast du nicht. Mm-mm. Also zumindest stimmt nur die Hälfte davon. Dachte ich mir schon. So, aber ich müsste eigentlich. Jetzt kommt wieder hier so ein Kackfluss. Aber ich muss sagen, ich finde es cool, wie sie hier die Strömung in den Flüssen und so etc. eingebaut haben. Ja. Es gibt übrigens auch eine neue Ceftech Ages Modpack Version 1.8, glaube ich, gell? 3.8, glaube ich, gell? Ja, ja, die gibt es schon länger, schon ein paar Wochen. Ich hatte ja vor 2 oder 3 Wochen mal angeregt, dass wir mal updaten. Ist ja nie was gekommen. Ja. Hat ja alle immer beschäftigt, ich habe immer was Besseres zu tun. Könnten wir mal machen. Ja. Weißt du nicht, was die Änderungen sind? Hast du mal ins Changelog geguckt? Da sind, glaube ich, ein paar von den nervigen Fehlern gefixt worden. Okay. Ich bin da, ich bin da. Wir müssen die Brücke hier mal umbauen. Ja, das Holz hier, das muss einen Bogen nach oben geben, dann reicht das schon. So, essen. Dam, da, dam, dam, dam. So, hier ist dieses Riesenareal, was Mavia schon fertiggestellt hat. Oder angefangen hat, fertigzustellen. Du hast hier schon markiert. Bin in sicherer Entfernung und gucke zu. Nimm das Zepter, klick drauf. Links oder rechts? Rechts sehr wahrscheinlich, weil links ist hauen. Oh. Ah. Schwupps, da ist der Baum. Aber ich komme nicht mehr raus. Wie komme ich denn jetzt raus? Indem du einfach durch das Portal gehst. Aha. Aber ich dachte, da komme ich irgendwo hin. Ja, wenn du im Portal länger stehen bleibst, würde ich mal behaupten. Ja. Aha. So wie auch beim Netherportal. Aber alle 4 Portale führen ins gleiche Ding, oder? Ja. Unser Baum ist aber schön gewachsen, muss ich sagen. Wilderness. Nochmal Licht. Aua. Sorry. Du hast bei mir einfach so Feuer gemacht. Ja. So, das macht mir Schaden. Ja, wenn ich dich damit treffe, mit dem Partikel, aber ansonsten. Ist aber dunkel hier. Es wird auch nicht viel heller hier.
Okay, und was? Das sind ja ganz viele so Bäume. Okay. Hm. Ich weiß nicht, was wir hier mit anfangen müssen. Die Nordlichter sind cool. Nordlichter oben. Ja, im Himmel. Oh ja. Ja, wo sollen sie sonst sein? Aber ja, schön. Ja, hier mit dem muss man sich ein bisschen mit beschäftigen. Ich weiß auch nicht genau, wie man damit weitermacht, weil hier gibt es eine generelle Vergiftung, die man kämpfen muss für sich selber, sonst stirbt man. Die Werkzeuge funktionieren hier nicht mehr. Man muss hier Zeug craften aus dem Mod, sonst bringt das auch nichts. Und so weiter und so weiter. Das ist eine Schnecke, ich will die Schnecke töten. Wir fahren Zwang an. Was hat er mir jetzt gegeben? Raw Snail Flash. Hysterie? Hysterie? Hysterie. Achso. Hey, da ist ein Zombie über unserem Haus. Was soll das? Ey, ach, du bist schon wieder zurückgegangen. Ja. Dann komme ich auch mal wieder. Solange ich nicht weiß, was ich da machen soll, brauche ich mich auch nicht in dieser giftigen Dimension aufzuhalten. Naja. Ach so, hä? Bin ich jetzt vergiftet, wenn ich zurückkomme, oder was? Nee, aber je länger du da bleibst, umso mehr Gift bekommst du halt ab. Aha. Irgendwas in der Richtung. Und dementsprechend. Ich guck mal grad. Snail. Fleisch. Kann man braten und dann kann man daraus Toast machen. Wer hätte es gedacht? Okay. In dieser Dimension bekommen wir halt dann die Sachen, um dann auch die den Smeltery Controller zu bauen. Stimmt. Und wir haben jetzt eine ganze Menge Tabs oben, die wir, meine Güte, an deren Hand wir uns da noch lang hangeln können, um zu gucken, was man. Nein, halt. Amen. Ich wollte doch auch mal gerade gucken. Hier. Craftsman. Getting harder wood. Boah. Farmer. So viel zu tun. Necrofarmer. Okay. Ja, da muss man sich halt dann ein bisschen langhangeln. Ein bisschen ist gut. Das okay. Fighter kam auch dazu. Ja, ja, also Adventurer, Craftsman, Farmer, Fighter, Herbalist, Miners und Survivalist. Die sieben Tabs sind jetzt durch das Betweenlands dazugekommen. Okay, krass. Ah, stimmt, das Adventurer, das hatten wir ja ganz am Anfang schon mal. Ja, weil ich bei den anderen mal in den Baum gegangen bin, oder den nicht durchs Portal an sich, sondern nur hier in den ins Innere des Baumes. Okay, da hat schon gereicht, den Tab aufzumachen. Viel zu tun. Ich muss mal überlegen, wie man das irgendwie in Gärtner der Bahn bringt, dass man da was erreicht. Aber ich dachte irgendwie, der Baum sei größer. Ist 20x20 ungefähr, also das kommt gut hin. Das Feld hier ist 21x21 und der Baum ist entweder 19 oder 20x20, ja. Jo, stimmt. Also, wir werden hier außenrum einen Marktplatz erstellen. Dass ja so, der Baum so das Zentrum ist, im Grunde. Natürlich wird es häusertechnisch hier auch moderner dann wieder weitergehen, aber erstmal bleibt dieses Haus. Unser Haupthaus. Ja. Und da oben muss ich noch ein paar Fenster einsetzen, wie Mavia mir schon gesagt hat. Ja, die hast du scheinbar irgendwie übersehen gestern. Ja. Und da ist ein Ziegel oben falsch rumgesetzt. Ja, das ist ja das Problem. Ah, hier ist Bronze. Ich hatte doch eine Spitzhacke gemacht aus Bronze. Und die habe ich leichtsinnigerweise in einem anderen Inventarprofil liegen, so dass ich da jetzt nicht drankomme.
Deshalb werde ich jetzt noch mal kurz eine neue machen. Und ich möchte mir eine Spitzhacke mit Eisenstiel machen. Eisenstiel? Wieso das denn? Hat die dann höheren Magnetanteil oder? Nee, ich wollte Bronze für den Spitzhackenkopf machen nehmen. Ja. Und den Stiel eben aus Eisen. Ja, aber warum? Na, damit sie magnetisch ist. Ich meine, bin der Meinung, dass du mit einem Bronzestab eine höhere Haltbarkeit hast und es reicht, wenn du also ich hatte die Werkzeuge, die ich dir gemacht hatte, hatten das Mittelteil, die Halterung aus Eisen. Der Binding. Binding, ja. Der genau. Den aus Eisen machen? Ja. Du bekommst, glaube ich, magnetisch 1 sowohl beim Binding als auch beim Stab. Und der Stab ist halt günstiger, glaube ich, wenn der aus Bronze ist, weil der eine höhere Haltbarkeit hat. Aber das müssten wir mal nochmal nachlesen. So habe ich zumindest die Werkzeuge gemacht, nachdem ich mich informiert hatte. Na, dann glaube ich dir mal und probiere das so aus. So, die Aufnahme ist ungewiss, ob sie überhaupt funktioniert und wie lange. Aber wir haben eine Spitzhacke wieder. Jo. Dann kann ich auch den Block, den du bemängelt hast, wegmachen. Ich sehe jetzt leider keine Aufnahmezeit. Von dem her weiß ich nicht, wie lange wir noch aufnehmen. Je länger, umso besser. Ja, du immer. Ja. Immer mit deiner gib Gas, mach länger. Hast du den? Du hast den schon ausgetauscht. Ah, du hast ja, irgendwas du hast muss ich ja machen in der Zwischenzeit. Und du hast ja hier schon die Hälfte fertig. Wie viel hast du noch? Ich habe noch 3 Stacks. Dann gib mir mal 1 oder 2, 1,5. Helfe ich dir noch ein bisschen mit, damit wir hier vorwärts kommen. Dum, 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 dum. Aua. Zack, zack, zack. Wir können dann eigentlich bis zur nächsten Folge schon mal festlegen, wer wo wohnt. Wer wo sein Räumchen kriegt. Sobald die Räume mal stehen, können wir mal gucken, wie es aussieht. Und dann, ja. Ja, wir gucken mal. Vielleicht bauen wir ins Dachgeschoss. Da hätte ich eigentlich Lust, noch ein paar Gauben, also Fenster dann einzubauen. Mach das. So wie Minecraft City in die Bücherei. Also Minecraft City 1. So, was ist jetzt? Ne, 29 habe ich noch. Ich glaube, wir müssen noch mal welche braten. Ja. Ich habe noch 35. Es wird nicht so weit reichen. Ich habe noch 18 jetzt. Ja, wir sind doch schon fast fertig. Ja. Kann sich schon sehen lassen. So, du bist leer, du hast keine mehr. Noch 8 Stück. Mann. Aber wir brauchen sowieso noch welche für den First oben. Da hätte ich gerne Slabs drauf. Okay. Also da unten wahrscheinlich auch. Da unten auch, genau. Aber das müssen wir dann bis zur nächsten Folge machen. Warte mal gucken, wie das aussieht aus der Entfernung. Na gut sieht es aus. Was ist denn das für eine Frage? Ja, aber wie gut. Sehr gut. Perfekt sieht es aus. Hast du jetzt schon geguckt? Du bist immer so schnell unterwegs. Da komme ich gar nicht hinterher. Ja, das passt. Wenn ich da oben noch so ein paar Gauben reinsetze, so links und rechts jeweils eine,
pro Zimmerchen. Sieht es noch ein bisschen besser aus. Ja. Aber was hältst du eigentlich von dem Gartentor oder allgemein der Idee? Ah. Das ist, ja. Stimmt, hinten, da war noch was. Ich habe mich da noch nicht entscheiden können für Steinart. Finde ich nicht mal so schlecht. Vielleicht einfach drei hoch, aber drei breit. So, sorry, Hund vom Nachbarn. Ja, ja. vielleicht drei breit und dann so oben noch einen gebogenen Rahmen, so wie ich es drüben beim Bauernhaus habe. Ja. Weil sonst, auch also drei eins hoch breit ist ein bisschen. Oder zwei hoch oder? Das müsste man dann gucken. Vielleicht auch drei. Wobei, dann wird es wahrscheinlich zu quadratisch. Das schauen wir dann. Dann können wir hier weiterbauen. Aber für heute war es das. Wir sind schon... Ja, hallo, wir haben deutlich überzogen. Ich glaube, ich vermute, wir sind bei 40 Minuten oder so. Viel zu lang. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo oder Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye.